Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es um ein Unboxing von den Adventskalendern, die ich hatte. Ich hatte dieses letztes Jahr, also 2019, den Brigitte Box Adventskalender in der Premium-Variante. Das ist das Heftchen. Und dann hatte ich einmal den Love-Kalender, also von Love Cosmetics. Ich muss echt sagen, interessant. Wie ich ihn finde, sage ich aber erst am Schluss. So, ich habe mir das jetzt halbwegs geordnet. Ich hoffe, ich kriege das auch so richtig hin. Ich muss mir wirklich mal so ein einfaches Bügelbrett kaufen, das ich dann hier so hinpacken kann, so die Produkte draufpacken kann. Und okay, dann würde ich sagen, ich versuche mal hier, ich habe ja hier von der Brigitte Box so ein Heftchen. Übrigens, den Kalender hatte ich letztes Jahr auch, da gab es aber nur eine Version davon. Ich war wirklich super begeistert und deswegen hatte ich auch gedacht, sofort, als es den gab, boah, muss ich haben. Ich habe den aber nicht ganz sofort bestellt, ich hatte wirklich auch noch relativ lange gewartet. Und dann hatte ich wirklich einen Schnapper gemacht und hatte so einen 15%-Code gehabt von einer einen Social Media Star. Und ja, dann habe ich also nochmal so ein bisschen sparen können und ich finde, ja, das ist auf jeden Fall gar nicht so verkehrt. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt einfach mal erstmal die Brigitte Box durch und mit Hilfe nämlich hier dieses kleine Heftchen, weil manche Sachen sind ja nicht so ganz so einfach auszusprechen und my English is not the yellow from the egg, wisst ihr ja, und deswegen machen wir das. Und es könnte natürlich sein, dass ich das ein oder das andere Produkt mal ein bisschen suchen muss. Aber ich würde sagen, wir schaffen das auch. Und mein Gott, ihr wisst ja, ne? Chaos Queen is on air. So, da hatten wir gleich im ersten Türchen wirklich auch schon einen echten Kracher. Und zwar dieses tolle Tütchen. Chassé, ich weiß nicht, wie man das Ganze bezeichnen soll. Also dieses Schöpferlein war auf jeden Fall da. Das ist von Dr. Botanicals Pomegranate Superfood regenerierende Sleeping Mask. Ja, ja, da haben wir es doch schon. Das ist eine, ich glaube aber, das ist eine Originalgröße. Jedenfalls steht hier auch 30 ml. Kann ich euch auch gerne sofort den Preis sagen. Den Preis von dem gesamten Kalender muss ich mal gucken, dass ich das am Ende vielleicht in der Infobox schreibe. Ich muss mal gucken, wie ich das hinkriege. Auf jeden Fall, dieses Produkt alleine kostet schon 13 Euro. Finde ich eigentlich eine super Ausbeute. Möchte ich super, super gerne ausprobieren. Ich glaube, das könnte auch in der neuen Glossy Box drin sein. Ich bin mal gespannt. Dann habe ich es ja zweimal. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja Glück. Das kommt ja immer darauf an, was für eine Variante man bekommt. Deswegen gucken wir mal. So, da haben wir schon das zweite Türchen. Das ist nämlich von Sebamed. Eine Anti-Aging Faltenfüller. Der sieht so aus. Finde ich super spannend. Mit dreifach Hyaluron. Ja, kann man immer gebrauchen, finde ich. Ne? Gerade wir Artenschachteln, Quatsch. Hyaluron kann man wirklich in fast jedem Alter gebrauchen. Also so ab Mitte 20, Ende 20 fängt das an, dass der Körper nicht mehr selber so viel Hyaluron produziert. Und da ist es eigentlich immer ganz gut, wenn man so ein bisschen nachholt. Sebamed ist auch eine super Firma. Ist auch der pH-Wert ist bei 5,5. Das ist ziemlich hautneutral. Ist es wirklich sehr, sehr angenehm für die Haut und da bin ich mal gespannt. Meine Inki-Liste werde ich natürlich der Mel schicken, die Dame meines Vertrauens. Die wird das natürlich für mich auch mal einmal nochmal durchleuchten, weil alle ja, Sachen, das sind ja auch immer versteckte Sachen. Deswegen, das werde ich ja auf jeden Fall mal schicken, bevor ich das ausprobiere. Aber ansonsten ist Sebamed echt eine gute Marke. Und diese Schätzelein, das sind 50 ml, kosten 12,95 €. So, ich glaube, dieses Video wird wieder ein bisschen länger. Dann haben wir im dritten Türchen
Dann muss ich mal gucken, ob ich ganz spontan finde. Ja, und das war echt ein Knallertürchen. Also da habe ich mich echt super gefreut. Das sind diese Augenpads. Ich hoffe, ihr könnt das irgendwie erkennen. Das sind Augenpads von Annemarie Böllind. Da waren drei Chassis, also drei Pakete dabei. Also für drei Anwendungen. Und da bin ich echt mal gespannt, wie die so sind. Das ist mit Hyaluron, so ein Hyaluron-Augenpads mit Sofort-Effekt, Affekt und Effekt. Aber Effekt ist, glaube ich, ein bisschen besser. Und eine, ja, und diese drei Stück, also diese drei Packungen kosten 9,95. Also wenn die das Gute versprechen, also das versprechen, was sie auch halten, also da bin ich echt mal gespannt. Ich habe die auch schon länger bei Douglas immer abgespeichert in meiner Einkaufsliste, in meiner Merkliste, aber ich wusste, ja, aber da habe ich sehr viel Positives drüber gehört, deswegen bin ich super gespannt darauf. So, dann haben wir ein Produkt von Bella Pierre. Bella Pierre ist auch viel in der Glossybox schon gewesen, aber mittlerweile auch in vielen Beautyboxen. Und das ist hier einmal ein Liquid Gold with, ja, Liquid Gold, White Gold. Ein Liquid Highlighter. Genau. Ganz einfach, kann doch ganz einfach sein. Ja, Liquid Highlighter muss ich ehrlich gestehen, bin ich noch nicht so konform mit. Also ich benutze immer Highlighter, wenn Bruder-Highlighter. Das ist hier so ein Typ, so eine Tube. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, ehrlich gesagt, ob ich das wirklich testen möchte oder vielleicht weitergebe. Ich kann euch auf jeden Fall mal den Preis nennen. Ja. Es sind wirklich 15 ml, echt ein Full-Size-Produkt. 30 Euro. 30 Euro. Heftig, oder? Ihr könnt ja aber gerne in der Infobox schreiben, ob ihr damit schon Erfahrung habt. Liquid Highlighter, ich weiß, ich traue mich irgendwie nie. Ich traue mich irgendwie nie, deswegen. Also, wenn mir jetzt einer schreibt und sagt, boah, Ivo, den möchte ich unbedingt haben. Wir werden uns schon einig werden, denke ich. So, dann kommen wir zum Türchen Nummer 5. Ja, da habe ich auch Hilfe gebraucht, um den Namen richtig auszusprechen. Jour de Sel, genau. Das sind Ampullen von Jour de Sel. Ja, zwei Ampullen sind hier drin. Das ist jeweils dann 2 ml. Ich denke, da wird man auch bestimmt für morgens und abends, also auch locker mit auskommen. Die kosten 6,89 €. Da bin ich auch wirklich mal gespannt. Die beiden hochwertigen Hyaluron-Booster sollen zum strahlenden Teint verhelfen. Eine ausgewogene Kombination hochmoderner Feuchtigkeitsspender regeneriert die Barrierefunktion. Meine Güte. Ich bin mal gespannt, wenn ihr da Erfahrung habt, zu jedem Produkt natürlich gerne in die Infobox. Ja, aber wird sehr, sehr gerne genommen. Und also knapp 7 € finde ich gar nicht mal so schlecht. Ja. Gut. Dann kommen wir zum Türchen 6. Und da habe ich mich total gefreut. Das fand ich so klasse. Also letztes Jahr in dem Brigitte Box waren ja nicht nur Beauty-Produkte drin, sondern auch Lifestyle-Produkte zum Beispiel. Und das war jetzt im 6. Türchen auch. Socks. Christmas Socks. Ist das nicht geil? Das ist vom Burlington Fashion. Sind das Socken? Ich denke, Burlington wird das so ausgesprochen. Burlington, ja, ich denke schon. Total klasse. Die gab es auch wirklich in verschiedenen Variationen. Also echt total klasse, muss ich sagen. Ich finde sowas echt total witzig. Und diese Socken kostet ein paar 12 €. Ich habe auch teilweise gesehen im Internet, dass sie sogar teilweise sogar 14 € kosten. Also da muss man wirklich mal gucken. Ich finde das echt eine coole Idee. Also mich kann man mit sowas erfreuen. Und wenn man es nur zu Hause zum Spaß anhat, ist es doch wunderbar, finde ich. Fand ich richtig geile Idee. So, dann haben wir im Türchen 7 von Lancôme. Ach Gottchen, das kann ich nicht aussprechen. Ein ganz bekanntes Serum. Ihr kennt das sicherlich.
Den Namen will ich jetzt nicht sagen. Das Original hat die Originalgröße hat 30 ml, kostet dann aber auch stolz 80 Euro und hier sind 7 ml drin. Also auch durchaus eine Größe, wo man wirklich auch das ausreichend testen kann. Das ist dann so klein, also so winzig ist es ja dann letztendlich auch nicht, ne? Also ich finde, für 7 ml, da kann man das auch ruhig, richtig schön auch antesten. Habe ich auch das öfter. Ich weiß nicht, ich bin immer mit diesem Produkt so, mal vertrage ich es, mal vertrage ich es nicht irgendwie. Ich weiß es nicht wirklich, was ich davon halten will. Aber es wird von vielen, 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 vielen super gehypt. Dann kommen wir zum Produkt Nummer 8. Also ich weiß ja nicht, ob ihr es mitbekommen habt in der Adventszeit. Ich habe ja immer mal den Adventskalender geöffnet und euch meine Storys mitgenommen. Ja, und dann hatte ich am 8. Tag das Ganze aufgemacht, am 8. Dezember, und dieses Produkt von Pure 97 drin gehabt. Und ich dachte, ich habe immer so im Kopf gehabt, das ist Skincare. Nein, es ist Haircare. Gut, kann passieren. Ich meine, da geht jetzt auch die Welt nicht von unter. Dieses Ganze hier ist ein Creme-Oil. Ein Hitzeschutz, sagen wir es einfach mal so. Das Lustige war, ich wurde ja wirklich von ein paar Filmen sogar gerepost, was ich total geil fand, wo ich mich auch super gefreut habe. Unter anderem Pure 97. Komischerweise haben es ein paar Minuten später wieder gelöscht und ich habe dann hingeschrieben und gesagt, ja, danke fürs Reposten. Aber schade, dass ihr es gelöscht habt. Man kam nur eine Antwort, war ein Fehler. Lass ich jetzt mal so stehen. Ja, dann haben wir im Türchen 9 am 9. Dezember haben wir ein Produkt gehabt, was ich habe ich doch, das habe ich auch hier drin. Das ist diese super gehypte Coco Cabana Cream Sol de Janeiro. Das ist dieses Schätzelein hier. Da gibt es ja auch zwei Varianten, glaube ich. Und das ist diese, ja, da gibt es diese Boom Boom Creme, das ist glaube ich die gelbe. Und diese, das ist die Coco Cabana Cream. Und die soll richtig, richtig gut sein, habe ich immer noch nicht getestet. Das ist eine, ja, eine Body Cream, ne? Ist das genau für den gesamten Körper. 72 Stunden Feuchtigkeit. Bin ich echt mal gespannt. Die soll ja wirklich super toll sein. Also die werde ich auf jeden Fall auch wirklich gebrauchen. Von aus testen. So, ich muss das mal hier so ein bisschen an der Seite packen. Dann haben wir am 10. Dezember, am 10. Türchen, ein Produkt von Mutmeski gehabt. Das ist dieses Schätzelein. Diese eine Maske davon habe ich auch schon in der Goodiebox gehabt. Das ist echt ein Produkt, was ich ins Geld geben, Leute. Das kostet wirklich. Aber das soll auch richtig, richtig gut sein. Und hier haben wir einmal Morning Boost Maske. Also das sind alles Masken, Crememasken, die man sich auf ins Gesicht geben kann. Ja, was denkt ihr denn? Also da sind da echt 20, ich muss immer wieder gucken, 20 ml. Also ein Originalprodukt quasi. Dieses kleine Produkt, 20 ml, kostet 23 Euro. Also da gibt es noch eine größere Größe von diesen Masken. Kostet dann natürlich ein bisschen mehr, aber 23 finde ich auch schon heftig. Ehrlich gesagt, hätte ich mir, glaube ich, nie gekauft. Also glaube ich nicht. Aber probiere ich super, super, super gerne aus. So. Ich hätte mir mal ein bisschen Wasser mitnehmen sollen. So, da war dann hier noch ach, so, eine, so ein Code drin bis zum 31.01. Ja, das ist für so ein Abo. Also, wenn man ein Abo hat, dann kann man das einreichen. Da kriegt man eine Gratisbox. Ja, muss ich mir mal überlegen. Weiß ich nicht. Also, ich weiß jetzt, ich hatte mal überlegt, die Brigitte-Box zu so abonnieren, aber dann bin ich. Dann doch irgendwie davon weggekommen, muss ich ehrlich sagen. Könnt ihr mal schreiben, ob ihr die Box abonniert?
Es gibt ja viele, die haben so eine Hassliebe dazu, so ähnlich wie bei der Glossbox. Also mal bestellt man sie nicht. Naja, wir gehen mal auf den 13. Dezember und da hatten wir diese Augencreme von I&M. Von I&M eine Augencreme. Und zwar hat die diesen Blaufilter, genau. Diesen Anti-Blue-Light-Effekt hat die. Dieser Anti-Blue-Light-Filter, das seht ihr, es fällt schon aus der Hand, soll dafür sorgen, dass ja Hautschäden gemildert sind. Es gibt ja auch mittlerweile diese Brillen, obwohl da bin ich echt am Überlegen, ob ich mir so eine Brille hole, weil ich merke wirklich, wenn ich viel vom PC bin, selbst vom Fernseher, dass meine Augen ziemlich trocken sind. Also ich werde mir so eine holen. Bei DM gibt es auch eine. Die werde ich mal testen, weil die nicht ganz so teuer ist. Ich hatte letztens bei der Cardi so Beauty to Go gesehen. Die hatte eine, ich meine, die sah echt schön aus, aber 180 Ocken. Ich kann es nicht. Und ich denke ihr auch, vielleicht auch nicht. Also ist vielleicht auch eine günstige Alternative. Ich glaube, bei Amazon gibt es auch so eine und da hatte ich durchaus auch gelesen, dass wirklich die Leute auch da total zufrieden mitfahren. Also es kommt immer darauf an, klar, solche hochpreisigen Brillen, die werden natürlich auch noch ein bisschen mehrere Benefits haben. Die Katja hat auch so einen UV-Filter, glaube ich, irgendwie so ein Gedöns. Klar, irgendwo macht sich dieser Preis bemerkbar, aber ja, ich finde, man kann auch ruhig was Günstigeres ausprobieren. So, das sind hier 15 ml, also wirklich eine gute. Oh, Avocado. Bin ich mal gespannt. Dieses Produkt kostet 20,90 €. Gibt es bei DM, habe ich auch schon öfters gesehen. Ich habe mir allerdings noch nie was von denen gekauft. Ich hatte mir mal irgendwas mit Lavendel, war so ein Tester. Fand ich gut, aber ich fand diesen. Den Lavendelduft doch ein bisschen zu prägnant, ehrlich gesagt. Deswegen muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Naja, okay. Kommen wir mal zum nächsten Produkt. Und das ist hier von Velmax. Das war am 14. Dezember. Eine Tuchmaske. Die kann man natürlich immer gut gebrauchen. So, ich gucke mal hier auf die Uhr. Okay. Auf die Uhr. Ja, das ist eine Cellular Lift. Age Defense Lifting Face Mask. Und da gibt es sogar einen Rabattcode, wie ich hier sehe. Ich weiß jetzt nur nicht, wie lange der gültig ist. Also mit Brigitte 25 könnt ihr 25% sparen, wenn ihr über diese Homepage selber geht. Ne? Also die haben wellmax.com. So wird das geschrieben. Könnt ihr das erkennen? Ich glaube ja. Ja. Na, dann habt ihr auch gleich einen Rabattcode. Also, den kann ich euch auch gerne in der Infobox nochmal schreiben. Also, Brigitte 25 klein zusammengeschrieben. Müsst ihr mal schauen, ob der noch gültig ist. Weil, wie lange der gültig ist, kann ich euch nicht sagen. Das steht hier wirklich leider nicht dabei. So, kommen wir zum Türchen 15, zum 15. Dezember. Und da hatten wir was ganz Schönes. Und zwar ein Kongi-Schwamm. Der ist von Fräulein B. Cognac Face Spon. Der kostet 12,95 €. Da hatte ich auch mal der Tanja Höhr, so ein paar Tipps gegeben. Sie sagte auch, oh, ich wollte immer schon gerne sowas mal ausprobieren, aber ich habe da so einen heilen Respekt. Also die werden wirklich butterweich unter warmem Wasser. Und dann könnt ihr das wirklich super für das Gesicht nehmen. Ich hatte mal einen genommen von Kongi, den gibt es auch noch bei DM. Ich glaube, der ist auch reduziert. Es kann auch gut sein, dass er rausgeht aus dem Sortiment. Also solltet ihr mal gucken. Aber der ist echt spitze. Das muss ich wirklich sagen. Der ist echt super spitze. Und da kommt ihr wirklich auch lange mit aus. Und das ist auch ein Peeling. Klar, es ist ein leichter Peeling-Effekt, aber wirklich ohne die Haut anzugreifen. Und das finde ich echt super. Deswegen werde ich den hier von Fräulein B natürlich auch gerne ausprobieren. So, dann gucken wir mal. Ah, Türchen Nummer 16. Und da war ein Parfüm drin. Ja, genau. Von der Marke 4711. Die nennt sich Aqua Colonia. Das ist so ein kleines Parfüm. Das zeige ich euch auch gerne. Das nehme ich auch gerne mal raus. Und ich muss echt sagen, das riecht echt total schön.
Das ist echt ein toller Duft. Ist ein kleines Produkt, was man wirklich auch gut mal mitnehmen kann in der Handtasche, wo man sich dann ab und zu mal was aussprühen kann. So, ich hole das jetzt immer. Naja, ich versuche zumindest das Produkt da rauszuholen. Ja, und ich drücke und drücke und wundere mich. Nein, das liegt einfach hier so drin, Yvonne. Sei doch nicht so blond. So, das ist mit weißen Pfirsich und Koriander. Und ich finde, diese Schätzelein, das ist echt schön. Also kann ich wirklich nur empfehlen. Und ja, ich hatte ja mal für jemanden eine Überraschung geplant. Ich muss sie mal versuchen, ganz dezent nach ihrer Adresse zu fragen, weil ich habe da mich noch eins von bekommen. Und das will ich mich ihr gerne geben. Und da muss ich mal gucken, wie ich das geschickt anstelle. Weiß ich auch noch nicht. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. So, dann haben wir Türchen 17. Ja, das war total klasse, muss ich wirklich sagen. Da habe ich mich total sehr wirklich gefreut. Das ist ein Lifestyle-Produkt. Ich sehe auch, ja, ihr werdet euch jetzt wundern, weil im Adventskalender, als ich den unboxed habe, war der in Rot. Ich habe noch mal einen zugeschickt bekommen von einer Followerin. Die konnte damit nicht so viel anfangen. Das ist ein Kuli von Simicolon. Und dieser ist in Blau. Der kommt hier in so ein Etui. Finde ich total schön. So sieht das Ganze dann auch aus. Und dann kann man das so aufmachen. Und dann habt ihr den hier so drin, den Stift. Und der Clou ist, ihr habt hier an der Seite dann noch wie so ein Spong, so wie so ein Schwamm, wo ihr dann auch euer Smartphone mit bedienen könnt. Und sowas, glaubt mir, ist wirklich vom Vorteil, gerade wenn ihr die Hände mit so einer Creme einstreichen müsst, ist das wirklich Gold wert. Deswegen, ich habe das jetzt nicht verstanden, warum sie es jetzt nicht mehr haben wollte, aber ich habe es dann auch super gerne genommen, muss ich sagen. Und jetzt habe ich ein rotes und ein blaues, also in meinen zwei Lieblingsfarben. Und da habe ich mich echt super drüber gefreut. Die kosten, wenn ihr die kaufen möchtet, so, ne, das wäre aber schon, muss ja richtig rein, 22,95 kostet das Ganze. Und da gibt es auch noch 20% Rabatt, sehe ich hier, mit dem Code BrigitteBox1920. Und der gilt bis zum 29.02. Ja, das ist doch schon mal gut. Ne? Also alles zusammengeschrieben. Ich kann das auch gerne mal hier euch zeigen. Könnt ihr das sehen? Also Brigitte Box 2019 und dann könnt ihr 20% sparen. Da gibt es auch, glaube ich, so kleine Kalender. Ja, genau, die wollte ich mir auch mal anschauen. Genau. Jetzt fällt mir es wieder ein. So, im Türchen 18 haben wir ein Produkt von M. Asam. So, ich sehe mal gerade, oh, ich glaube, wir machen das andere Video getrennt, weil ich glaube, das ist echt zu lange dann. Von M. Asam eine Creme, und zwar eine Glättungsmaske mit Resveratrol Premium. Das ist dieses hier, ist auch bei mir noch original eingepackt. Also ich habe das auch noch gar nicht richtig rausgeholt, ehrlich gesagt. Das sind 50 ml, also kann man wirklich ordentlich was mit anfangen. Ist ein Originalprodukt und kostet 24,75 Euro. Und da bin ich echt schon mal gespannt, das Ganze auszuprobieren. Denn die Sachen von Resveratrol sollen sehr, sehr gut sein, habe ich gehört. So, dann gehen wir mal weiter. Aber ich werde das natürlich, ne, durch die Mail natürlich abschicken lassen. Natürlich. So, dann haben wir von Roger und Galette, haben im Türchen 19 aber was Schönes gehabt. Und zwar eine Orange Körpermilch mit Pflanzenextrakte aus Passionsblume, Getreide, Aprikose, Avocado und Aloe Vera und Orangenextrakt. Meine Güte. Das ist dieses Schätzelein hier. Ja, wie gesagt, Bodylotion, ich muss da so ein bisschen im Moment aufpassen. Meine Haut spielt da so ein bisschen verrückt und ich denke, ich muss einfach meiner Haut auch mal so ein bisschen Zeit geben, wieder
nicht so zugeballert zu werden von Duftstoffen. Und wenn jetzt jemand bei euch unter drunter ist, der sagt, boah, muss ich unbedingt haben, vielleicht auch die Anna, mit der habe ich ja sowieso mal gesprochen, dass wir eventuell, dass ich ihr mit ihr was tausche. Und Schätzelrein sagt Bescheid. Wenn ihr das Ganze kaufen möchtet, das sind 50 ml, die kosten 4,13 €. Also ich finde, das ist auch ein guter Preis, das kann man mal eben so testen. Ne? Mit der Marke habe ich ehrlich gesagt noch gar keine Erfahrung. Ich habe da auch, glaube ich, ein oder zwei Produkte noch aus der My Little Box, die ich aber auch noch nie benutzt habe, ehrlich gesagt. Ja, Shame on me. In dem Türchen 20, da haben wir etwas gehabt von Hakawerk. Hakawerk hatten mich gerepostet und nicht gelöscht. Das fand ich wirklich super. Das ist ein Handbalsam mit Mandelöl. Genau, mit Mandelöl. Da steht noch irgendwas darunter. Keine Ahnung. Das ist dieses Schätzelein. Das sind 75 ml, kostet 9,80 Euro. Das ist also ein Handbalsam. Pflegt die Hände und die Nägel mit wertvollen Mandelöl. Wer hätte es gedacht? Und übrigens ist da drin Mandelöl. Ja, werde ich auf jeden Fall gerne ausprobieren. Ich finde das Packaging ist schon mal richtig, richtig, richtig gut, muss ich sagen. Ja, und werde ich auf jeden Fall gerne ausprobieren. So, dann kommen wir schon zum Türchen 21. Bald haben wir es geschafft, Leute. Bald haben wir es geschafft. Da gab es nämlich ein Produkt vom Barbour. Vom Barbour habe ich jetzt inzwischen wirklich so viele Produkte. Es gab ja auch bei der Glossy Box mal so eine extra Box, die man bestellen konnte. Ich muss das echt mal alles ausprobieren. Echt mal wirklich testen. Aber dann wirklich alles mal so von einer Brand, von einer Marke in aller Ruhe dann. Das ist eine Anti-Aging-Creme. Reversive. Das ist diese Schätzlein hier. Das habe ich sogar noch eingepackt. Das sind 10 Milliliter, kostet 24 Euro. Pricey. Bin ich mal gespannt. Also das ist, soll natürlich Aufbau der Kollagenfasern. Ja, da bin ich echt mal gespannt. Wie gesagt, Mel, boah, du kriegst Screenshots von mir ohne Ende. Ja, also wirklich, es wird nicht einfach werden für dich. Dann haben wir Batüchen 22 von Anne Jacke etwas, und zwar eine Volumenmascara. Das ist dieses Schätzelein, das kann ich euch auch mal gerne zeigen. So viel Zeit muss sein, wenn wir hier schon so lange quatschen. Ich schon wieder fast eine halbe Stunde. Ich beneide Leute, die wirklich so 10-Minuten-Videos machen können. Ich kann nicht. Also, das ist natürlich so eine kleine Größe. Das mache ich mal gerne auf für euch, damit ihr das Bürstchen sehen könnt. Also, ja, ein ganz klassisches Bürstchen ist das. Und ja, riecht angenehm, muss ich sagen. Also, ich schnuppere auch ganz gerne mal da dran, ehrlich gesagt. An so einer Mascara. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr das auch gerne macht oder ob ihr das macht. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Mascara kann man immer gebrauchen. So, und diese Schätzelein, diese kleinen 3 ml, die kosten 13,50 Euro. Ja, dann haben wir es auch wirklich beinahe geschafft. Da kommt es zum Türchen 23. Und ich habe ja immer die ganze Zeit gedacht, irgendwie muss doch mal was zum Süppeln kommen. Letztes Jahr gab es einen Gutschein, da konnte man sich eine kleine Flasche Wein bestellen. Der Wein hatte mir jetzt persönlich nicht so geschmeckt, aber es war nur eine Sorte. Es war ein trockener, der war ja sehr trocken. Also ich bin ja eher so lieblich ohne Ende. Lieblich, süß und richtig deftig. Und dann war da noch so ein kleiner Likör von Bierensinn. Den von Bierensinn habe ich übrigens noch im Kühlschrank. Ich glaube, den muss ich auch echt mal platt machen. Und da war hier dann drin ja auch so was Schönes. Und zwar diesen. Ich komme nicht auf das Wort. Ey, das ist jetzt nicht normal, ne? Also diesen. Prosecco, genau. Da steht so Prosecco mit Bitterorange-Geschmack. So, da bin ich echt mal gespannt, wie der schmeckt.
Also ich finde, ja, mein Gott, also so finde ich finde das nicht schlecht, wenn das so in der Dose ist. Da kann man sowas auch mitnehmen, wenn man sich zum Beispiel zum Shopping-Tag mit seiner Freundin trifft und den so in der Handtasche. Das ist so klein, das kriegt ihr immer da drei, verstaut. Kostet, wenn ihr sowas kauft, da sind 200 ml drin, kostet 99 Cent. Also kann man durchaus auch verkraften. Das Ganze lese ich hier gerade. Genau, kann man auch mit verheißte Sommertage oder kalte Wintertage Prosecco mit, genau, kombinierbar mit, wo stand denn das? Irgendwie. Ach so, das gibt es auch in den Sorten Pink, Hibiskus, Maracuja, Orange und Hugo. So, und da ist hier ein 5-Euro-Gutschein drin. Und mit dem Code Brigitte5 könnt ihr 5 Euro sparen. Ein 5-Euro-Gutschein, wenn ihr direkt da bestellt. Das kann man aber, denke ich, googeln. Das finde ich immer cool. 5 Euro? Ja, da kann man sich schon mal 5 Dosen holen für 5-mal Spaß. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. Probiere ich sehr, sehr gerne aus. Sehr gerne. X. So, und dann kommen wir schon zum 24. Türchen. Das ist jetzt das letzte Türchen. Ja, ich mache das jetzt mit dem Laufkalender separat, weil das ist zu lange. Das kann ich euch echt nicht zumuten. Das ist echt zu lange. So eine Stunde quatschen, um Gottes Willen, um Gottes Willen. Da in letzten Türchen, dem 24. Türchen, haben wir vom Pure Hair Organic ein Daily-Shampoo drin. Sulfate und parabenfrei. Und sowas finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Ich glaube, das ist sogar. Boah, lasst mich nicht lügen, Leute. Es kann natürlich sein, dass es auch eine größere Größe von gibt. Das sind jetzt 100 ml. Die kosten 10 Euro. Kann man gut mal probieren, finde ich. Und für normales und unbehandeltes Haar. Ja. Ein Shampoo soll ja auch oder kann ja auch nicht pflegen, soll ja sauber machen. Ja, finde ich gar nicht so schlecht. So, dann mein Fazit natürlich auch zum Ende hin natürlich. Ich muss echt sagen, ich bin nicht enttäuscht worden. Ich finde, die Brigitte Box ist wirklich eine gute, gute, gute Box. Ich würde mich vielleicht auch mal freuen, wenn Brigitte Box mir den nächsten Kalender vielleicht mal zuschicken wird als PR-Sample. Darüber würde ich mich sehr freuen. Ich finde, das ist echt ein guter, guter Kalender. Die Preise, den Preis werde ich euch in der Infobox, den Gesamtwert werde ich euch da reinpacken. Aber ihr könnt das auch gerne mitzählen. Ich finde, was habe ich bezahlt mit dem 15 € Rabatt? Ich glaube, ich habe 65 Euro, irgendwie sowas um den Dreh bekommen. Es gab viele, die hatten 5 € Rabatt. Da müsst ihr mal gucken. Ne? Also ich bin da wirklich auch von der Anne, die hatte mich aufmerksam gemacht, hat gesagt, hier, guck mal, die und die Influencerin, die hatten 15% Rabatt bekommen. Das war auch schon so, ja, Mitte November war das schon gewesen, glaube ich, wo ich den bestellt habe. Also ich finde es total super. Ich hatte natürlich sofort das Heftchen rausgenommen, sofort verbannt. Ich habe es dann so gut verbannt, dass ich es mir erst im Moment auch nicht mehr gefunden habe. Deshalb manche Türchen habe ich dann auch so aufmachen müssen, aber ging ja natürlich auch. Ich finde das super. Ich finde, das ist eine gute, gute Adventskalender-Alternative, die ich wirklich jedem empfehlen kann. Wer es noch nicht gemacht hat, ich bin mal gespannt, ob es im nächsten Jahr auch wieder zwei Kalender gibt. Vielleicht auch dieses Mal einen. Und auf der Rückseite, also man konnte diese Türchen auch umdrehen. Da stand oder steht dann noch ein Spruch drauf. Da steht dieses Jahr drauf: The same procedure as every year. James, I do my very best. Habe ich übrigens dieses Jahr gar nicht gesehen. Schande über meine Haupt. Obwohl das eigentlich zum Standard gehört. Was wollte ich eigentlich gesagt haben? Ja, same procedure as every letztes Jahr stand drauf. So, ich glaube fast. Ich meine, da stand meine Gedanken beim Kauf Augen zu und Karte durch. Irgendwie so fand ich total geil. Den fand ich sogar noch besser, den Spruch ehrlich gesagt. Aber vielleicht lassen die sich da mal noch was einfallen. Ich finde, der Premium-Kalender hat sich auf jeden Fall gelohnt, finde ich. Ich habe gesehen, dass viele den Basic-Kalender auch bekommen haben als PR-Sample.
Ich würde mich auch über die Basic-Variante freuen, liebes Brigitte-Box-Team. Oder vielleicht schickt ihr mir auch gerne mal eine Brigitte-Box zu, ne, dass ich auch mal gucke, ob mir das Ganze auch vielleicht mal gefällt. Würde ich auch gerne mal haben. Ja, ich bin im nächsten Jahr, denke ich, auf jeden Fall da wieder dabei. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und denkt daran, ein Däumchen nach oben. Ja, ihr wieder, ne? Ihr wieder mit euren Schweinchengedanken, ne? Schweinchengedanken auch schön. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt bei diesem mal wieder ein wenig längerem Video. Wie gesagt, das Love-Unboxing von den Love-Produkten, von den Love-Adventskalender werde ich dann separat machen. Es sprengt wirklich sonst den Rahmen. Und dann werde ich auch noch einen Make-up-Look auch damit schminken und mal gucken. Ich habe auch letztens entdeckt, dass ich eine Foundation von Love habe. Das war mir gar nicht bewusst. Ich gucke da rein. Hä? Übrigens, ich habe die von L'Oreal, diese Perfect Match, jetzt endlich mal ausprobiert. Und ich finde die Bombe geil. Das ist in der Variante 2.0 Vanilla. Also ich finde, das ist echt richtig, richtig gute Foundation. Die finde ich echt super. Mag hat die auch sehr, sehr gerne. Ja, für euch wahrscheinlich, ihr denkt auch, ja, Yvonne, seit Jahren kaufen wir die schon. Ich habe die auch schon ein bisschen länger im Schrank. So ist es nicht, ne? Ja, gut, Leute. Hatte ich da was vergessen, fällt mir gerade ein. Oder habe ich eine Seite, hat das umgeschlagen? Weil ich sehe mich gerade hier von Eucerin, nämlich ein Produkt. Ein Hyaluronfüller. Oder war das so in der anderen Box? Ich gucke mal eben schnell, nicht, dass ich euch hier was erzähle oder unterschlage. Ja, natürlich habe ich was unterschlagen. Ich habe eine ganze Seite unterschlagen. Und zwar habe ich Türchen 11 vergessen. Das war von Kneipp. Da gab es nämlich Badekristalle. Dreimal, die ihr hier sehen könnt. Da, diese hier. Ja, die habe ich auch schon meinem Freund weitergegeben. Das war mich einmal mit der Variante All I Want for Christmas, Frostbeulenbad und Warm-up. Und ja, also dreimal 60 Gramm für 3,57 € und ihr Türchen im 12. Ja, das hat, sorry Leute, das habe ich echt nicht mit Absicht gemacht, das war aneinander geklebt. Von Eucerin, die Nachtpflege. Eucerin ist eine super, super Marke. Ich habe auch gesehen bei meiner Hautärztin, wo ich letztens war, die hatte das da auch und die hat mir auch gesagt, sehr empfohlen, diese Eucerin-Produkte. Und bis jetzt gefallen die mir wirklich sehr, sehr gut. Das ist hier so eine kleine Tube von 20 Milligramm, kostet 12 €. Ja, Hyaluron braucht jeder. Das ist auch für die Nacht, ist das sogar. Finde ich super. Probiere ich sehr, sehr gerne aus. So. Chaos Queen hat es mal wieder geschafft. So, jetzt dürft ihr aber wirklich gehen. Tschüss, meine Lieben.